Ja, ich werde heute zu Cyber Peace sprechen statt Cyber War, hoffe ich zumindest. Also ich habe den Vortrag schon mal mit Kaino Duft vor einem halben Jahr bei der SIGINT gehalten und wir haben eigentlich mehr über Cyber War gesprochen als über Cyber Peace und hoffen jetzt, den Vortrag so weit zu erarbeitet haben, dass wir über Cyber Peace doch einen größeren Raum geben. Ich komme vom FIF, das ist das Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Wir sind ein Verein, der ist 1984 gegründet worden. Damals war es eine Initiative gegen die Patriot-Raketen bzw. ja, gegen den Patriot Act, wo es darum ging, dass Waffen automatisiert abgeschossen werden sollen, ohne dass vorher nochmal jemand Einfluss nimmt. Und das fanden wir damals nicht so toll. Und deshalb wurde dieser Verein gegründet. Wir hatten gehofft, dass wir irgendwann mal überflüssig sind, aber jetzt wissen wir, dass wir immer noch nicht überflüssig sind und haben uns dem Thema Cyber Peace angenommen. Der Vortrag steht unter Creative Commons. Man darf alles, was in dem Vortrag drin ist, weiterverwenden, verändern und weiter publizieren. Das ist uns egal. Uns gehört nur unser FIF-Logo und das Cyber Peace-Logo. Ansonsten ist alles frei verfügbar und weiterverwendbar. Ich selber habe mal vor Urzeiten an der TU Berlin Informatik studiert, dabei Schwerpunkt Datenschutz gewählt und ja, Softwareentwicklung, habe danach 5 Jahre am Thema IT-Sicherheit geforscht, habe dann für eine kleinere Bank in Frankfurt IT-Sicherheitsberatung gemacht und mich vor 3 Jahren selbstständig gemacht und berate jetzt größere Unternehmen zum Thema IT-Sicherheit. Was ist der Ausgangspunkt oder was ist unsere Motivation? Also wir haben den Eindruck oder schon seit Jahren, dass das Thema Cyber War einen unglaublich großen Raum hat und Cyber War auch unglaublich oft für Themen verwandt werden, die im Prinzip überhaupt nichts mit Cyber War oder mit einem Krieg zu tun haben. Zudem halten wir also militärische Antworten auf IT-Sicherheitsrisiken für den wirklich falschesten Weg, den man gehen kann. Wir haben uns dann gefragt, wem dient eigentlich der Hype oder wem dient, anders gesagt, die Politik der Angst, weil den Leuten wird einfach nur Angst gemacht. Das heißt also, es wird Cyber War genannt, alles was jetzt irgendwie Angriff ist. Aber nicht jeder Angriff im Internet ist jetzt eine kriegerische Handlung. Wir finden auch, dass jetzt, nachdem die Bundeswehr ja gesagt hat, wir sind angriffsbereit und auch schon mal Töne da waren, wie Angriff ist die beste Verteidigung, dass das irgendwie überhaupt nicht ja, der Fall ist. Vor allen Dingen, dass Abschreckung nicht funktioniert, dass Angriffsstrategien schädlich sind und dass wir eigentlich Cyber Peace für möglich und auch für sinnvoll halten. Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren sehr viele Initiativen gestartet und sehr viele ja, Institutionen geschaffen. Es war nicht die erste, aber letztendlich eine Institution ist der Nationale Cybersicherheitsrat. Den gibt es seit Anfang oder seit Februar 2011. Er ist angesiedelt bei der Beauftragten der Bundesregierung für Informationstechnik. Und eigentlich ist so ziemlich jede Bundesbehörde, die ja, wir hier haben, dort mit drin. Es gibt noch ein paar assoziierte Mitglieder aus der Wirtschaft und übergreifende Politikansätze für Cybersicherheit, die Cybersicherheit koordinieren sollen. Man hat gleich vorgesehen, dass das NATS, also das Nationale Cyberabwehrzentrum, was am 01.04.2011 gegründet wurde, beratende Funktion hat. Auch das NATS ist, ja, ist zwar keine Behörde, aber eine Initiative und setzt sich aus der BSI, dem Verfassungsschutz und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zusammen. Hat noch ein paar assoziierte Mitglieder, wie das Bundeskriminalamt, der Bundesnachrichtendienst, die Bundespolizei, die Bundeswehr und das Zollamt. Die alle sollen uns schützen, beziehungsweise nicht nur die, sondern seit diesem Jahr oder seit Ende dieses Jahres haben wir dann auch noch die Allianz für Cybersicherheit mit einer Meldestelle, von denen schon einige gehört haben, die vielleicht möglicherweise demnächst auch verpflichtend sein soll. Wieder ist das BSI mit dabei, aber auch der Bundesverband für Informationswirtschaft, die Telekom, Telekommunikation und die Bitkom.
Zusätzlich haben natürlich jegliche Bundesbehörden eigene Cybereinheiten. Die Bundeswehr ist da seit 2009 aktiv und seit diesem Jahr auch angriffsbereit. Zur Freude aller und sicherlich auch zur Freude derjenigen, die ihre Systeme schützen wollen, weil um angriffsbereit zu sein, braucht man Angriffswerkzeuge. Diese funktionieren nur dann, wenn man dort Schwachstellen drin hat und ausnutzt, die geheim gehalten werden. Hilft natürlich sehr eine Initiative Allianz für Cybersicherheit, die eigentlich die Schwachstellen beseitigen wollen. Aber wir wissen ja, sie wissen ja hoffentlich, was sie tun, sage ich mal. Militärisch geht es weltweit eigentlich ziemlich ab. Es gibt insgesamt ca. 140 Staaten, die meisten sogar mit offensiven Charakter, die also Militäreinheiten haben, die Angriffswerkzeuge bauen oder anders ausgedrückt Cyberwaffen bauen möchten. Dabei sind natürlich die USA, China, Russland, Iran, Israel, Großbritannien, Nordkorea und wir natürlich auch. Diese Institutionen alle dienen natürlich der Sicherheit. Westen müssen wir sehen. Es gab in den letzten Jahren sehr viele Vorfälle, Titan Rain, Stuxnet, Flame, Doku, Gauss. Ich möchte jetzt auf die einzelnen Angriffe nicht eingehen, weil sie hinreichend, ich sage mal, breitgetreten wurden bislang. Was ihnen gemein ist, sind, dass die meisten davon simple Spionagewerkzeuge waren, also im Grunde genommen nur ausspioniert haben, aber letztendlich bis auf Stuxnet nichts kaputt gemacht haben, sondern lediglich der Spionage gedient haben. Das wird auch schon klar, wenn man sich mal das Völkerrecht ein wenig näher ansieht. Was ist im Grunde genommen eine Völkerrecht oder was ist die kriegerische Handlung? Und laut Völkerrecht ist ein Konflikt oder wird ein Konflikt zu einem Krieg, wenn mehr als 999 Menschen dabei gestorben sind. Also bislang gab es nicht einen einzigen Angriff oder nicht einzige Schadsoftware, die dort als Angriffswaffe benutzt wurde, hat irgendwelche Menschen getötet. Also von daher können wir Gott sei Dank bislang davon ausgehen, dass wir noch keinen Krieg hatten und dass nur das Wort einfach eingesetzt wurde, um Angst zu machen, um ein wenig das Thema zu forcieren. Die Genfer Konvention ist übrigens von daher nochmal interessant, dass es momentan zwei Lager gibt. Das eine Lager sagt, die Genfer Konvention reicht völlig aus. Wir brauchen keine neue Genfer Konvention, auch nicht für den Cyberspace. Das Völkerrecht deckt den digitalen Raum ab. Die anderen sagen, das Völkerrecht ist noch nicht auf den Cyberwar vorbereitet. Es ist vieles noch nicht definiert. Alte Definitionen sind völlig unpassend und die Regeln passen eigentlich gar nicht mehr. Das sagen zum Beispiel auch die Völkerrechtsexperten, die in Tallinn beim NATO-Quartier sitzen und dort im Kooperativ Cyber Defense Center der NATO arbeiten. Welches Lager jetzt richtig liegt, kann man noch nicht so genau sagen. Ich denke, das Thema muss auch noch näher erforscht werden, aber wir hatten bisher noch kein Cyberwar. Es liegt sicherlich daran, dass die Begriffe Cyberwar bzw. Cyberwarfare, der Begriff wird in den USA oder in den anderen Ländern eigentlich viel häufiger verwandt. Cyberwar ist so ein eigentlich deutsches Wort. Also nicht wirklich deutsch, aber es ist ein deutsches Wort, weil es in Deutschland sehr viel öfters verwandt wird als in anderen Ländern. Demgegenüber steht das Cybercrime. Das sind Straftaten unter Verwendung der IT. Online-Betrug, Phishing, Erpressung. Cyberterror oder Terroranschläge unter Verwendung von IT-Straftaten oder kriegerischer Akt, die von Einzelleuten ausgeht, aber nicht von einem Staat.
Cyberspionage, da kommen wir schon eher hin. Die meisten Angriffswaffen bisher waren reine Spionagewerkzeuge. Sie waren zwar militärisch motiviert, aber ja, letztendlich waren es Spionagewaffen. Hacktivismus ist auch noch so ein Thema, das sehr leicht oder sehr oft unter Cyberwar fällt oder als Cyberwar angesehen wird, aber auch Hacktivismus, Protestformen wie Leaking oder das Lahmlegen von Webseiten ist keine kriegerische Handlung. Was ist das Dilemma? Das Dilemma ist, dass sich zurzeit also tatsächlich so eine Cybercrime-Kultur etabliert hat. Es werden Schwachstellen ausgenutzt, teilweise auch die Unbedarftheit der Nutzer. Aber das eigentliche Dilemma ist daran, dass die Energie, die auf Entwicklung von Angriffswerkzeugen fließt, auch durch die Bundeswehr oder durch Geheimdienste oder durch das BKA, fehlt beim Entwickeln von Schutzmechanismen. Also jede Angriffswaffe, die, also oder jeder auch Staatstrojaner oder jede Angriffswaffe, die entwickelt wird, fehlt geldmäßig beim Entwickeln von Schutzmechanismen. Und deshalb sind wir der Auffassung, dass Bundeswehr, BKA, Geheimschutz eher der Allgemeinheit schaden und sie unterstützen die Kriminalität, weil im Grunde genommen deshalb die Kriminellen auch die Schwachstellen länger ausnutzen können, als wenn die Schwachstelle bekannt werde und behoben wird. Wer wird das durch das militärische Hochrüsten eigentlich bedroht? Schlussendlich, also wenn es so weitergeht und immer mehr Angriffswerkzeuge genutzt, also entwickelt und genutzt werden, kann im Prinzip jeder Opfer werden, weil die Werkzeuge halt auf jeden angewandt werden können. Staat, Unternehmen oder Bürger. Die meisten Rechner sind miteinander vernetzt und von überall erreichbar. Das heißt also, man muss nicht unbedingt irgendwo hinfahren, und um was zu zerstören, sondern man kann es von überall aus auch wieder erreichen und einsetzen. Und selbst wer nicht vernetzt ist, kann Opfer werden, weil wenn die Elektrizität ausfällt oder wenn irgendwelche wichtige Infrastrukturen wie Transportverkehr, also Transport, Wasser oder sonst wie fehlt, dann hat auch jemand, der nicht vernetzt ist und der nicht unmittelbar mit IT zu tun hat, auch das Nachsehen. Was auch gefährdet ist, ist die Freiheit des Internets, weil letztendlich die Rufe nach stärkerer Überwachung und die stärkere Überwachung halt immer lauter werden und wir dadurch Opfer werden der Sicherheitsgesetze. Die Angriffsfläche ist sehr groß. Hardware und Software sind leicht von außen erreichbar. Standardisierung erleichtert und effektiviert natürlich Angriffe, weil letztendlich alle IT-Systeme genauso funktionieren oder einheitlich funktionieren. Zudem kommen Komponenten und IT-Produkte aus verschiedenen Ländern. Es ist also eine Vielzahl von Möglichkeiten, ein System anzugreifen, weil die Komplexität der Systeme und Anwendungen dazu führt, dass immer mehr Schwachstellen in den Systemen sind und Fehlkonfiguration zu nicht deterministischen Verhalten führt. Ein weiteres Problem ist, dass die IT-Projekte und die ganzen Sachen unter harten Bedingungen erstellt werden. Das Wichtigste in einem IT-Projekt ist das Budget. Die zweite wichtige Sache ist, dass es innerhalb der Zeit eingehalten wird, alles. Dann kommt schon mal die Funktion, sollte auch noch stimmen. Aber letztendlich die Verhinderung von unerwünschten Effekten spielt eigentlich nur noch ein indirektes Ziel. IT-Sicherheit ist also kein Designziel und damit meistens Opfer von Sparzielen. Gleichzeitig weitet sich die Digitalisierung aus. Und wir werden immer abhängiger von den Systemen, die schlecht entwickelt wurden. Das Gleiche gilt natürlich für kritische Infrastrukturen, also wie Elektrizität, Wasser und Transport, auch Informationen.
Sie haben im Prinzip dieselben Schwachstellen und dieselben Dilemma, die auch normale IT-Projekte haben. Wem nutzt das? Oder wem nutzt die Rüstungsspirale? Ja, Cyber Warfare ist wahnsinnig attraktiv, bietet eine niedrige Einsatzschwelle für Offensive. Man gefährdet keine eigenen Soldaten. Es ist sehr schlecht, also die Rückverfolgung ist sehr schlecht. Also man kann nicht unbedingt sagen, wenn man eine Cyberwaffe hat, von wem sie kommt. Also es hat ja sehr lange gedauert, bis Stuxnet eigentlich so weit analysiert war, dass man sagen konnte, wo kommt Stuxnet her, überhaupt her. Und auch bei den anderen Cyberwaffen ist es so, dass bislang es schwierig ist zu sagen, wo kommt das Zeug eigentlich her. Die Analyse dauert also wahnsinnig lange. Und das macht es natürlich sehr attraktiv, weil man seinen Gegner nicht angreifen kann oder nicht zurückschlagen kann. Es wird immer noch so gesehen, dass Angriff wesentlich einfacher ist als Verteidigung. Ist es letztendlich auch, weil ein System zu schützen schon relativ aufwendig ist und man sich sehr viel Gedanken darüber machen muss, wie kann ich mein System schützen und wie kann ich die Schwachstellen, die mein System hat, beseitigen. Vor allen Dingen kann man nicht bekannte Schwachstellen nicht beseitigen. Wem nutzt das weiterhin? Also es ist festzustellen, dass es eine verstärkte Investition in Forschung und Entwicklung gibt, die Richtung in Sicherheits- und Überwachungstechnologien gehen. Und das zeigt sich eigentlich auch in den ganzen Initiativen, die gegründet wurden oder auch Beratungen. Es sind meistens Sicherheitsfirmen, die militärisch motiviert sind oder überwachungstechnisch motiviert sind. Das heißt also, die haben sozusagen das Sagen, was eigentlich heutzutage erforscht oder entwickelt werden soll. Es gibt eine sehr starke Verquickung von Militär und Zivilgesellschaft. Das zeigt sich auch schon, dass die Bundeswehr in fast allen Initiativen der Bundesregierung irgendwie mit drin sitzt und gleichzeitig so dafür sorgen soll, dass die Schwachstellen beseitigt werden und dass die Bundesrepublik Deutschland geschützt wird, aber gleichzeitig eine Einheit aufbaut und ja, unterhält, die Cyberangriffswaffen, also Schwachstellen, geheim hält. Das habe ich schon gesagt. Das größte Problem daran ist, wir haben es mit globalen Strukturen zu tun. Es hat in den letzten Jahren eine Entgrenzung stattgefunden. Sehr viele Unternehmen oder Menschen arbeiten über nationale Grenzen hinaus. Also kein großes deutsches Unternehmen hat nur Dependancen, die alle in Deutschland liegen, sondern sie haben weltweite Dependancen. Das heißt also, sie haben ein Intranet, das über Landesgrenzen hinausgeht. Daten und Infrastrukturen liegen in vielen Fällen sogar schon in der Cloud, wo man dann eigentlich überhaupt nichts mehr darüber sagen kann, wo liegen meine Daten, wo liegen meine Infrastrukturen. Produkte werden auch über nationale Grenzen hinaus entwickelt und eingesetzt. Selbst die Strom-, Gas-, Ölproduktion ist über nationale Grenzen hinaus. Und unsere Standards sind auch keine nationalen Standards, sondern internationale Standards. Demgegenüber betreiben wir aber eine nationale Cyberabwehr und rüsten Einheiten aus, die also für den Angriff gerüstet sein sollen. Aber was macht eine deutsche Firma international agierend, wenn sie angegriffen wird? Woher kommt der Täter? Wo war die Schwachstelle? Wer hat die Schwachstelle vielleicht sogar hineingeschmuggelt? Bei Cloud-Anwendungen braucht man dann gar nicht mehr sich fragen, wo das herkommt, weil das Tolle an der Cloud ist ja, dass man sich nicht darum kümmern muss, wo die Daten liegen, sondern sie stehen einfach zur Verfügung. Von daher ist eine nationale Cyberabwehr in diesem Kontext letztendlich vergebens, weil Globalisierung Entgrenzung bedeutet und wir eigentlich eine internationale Initiative benötigen und keine nationale
Und da können wir auch zum Beispiel die Chinesen nicht außen vor lassen, weil wenn wir die Chips von den Chinesen benutzen, können wir die Chinesen nicht außen vor lassen und sagen, wir machen jetzt eine europäische oder eine NATO-Initiative. Wie viel Zeit ist noch? Ich gehe mal über die US-Doktrin. Was können wir tun oder was wollen wir tun? Wir wollen, dass es reine defensive Sicherheitsstrategien gibt. Staaten sollten dazu verpflichtet werden, keine Offensivwaffen für den Cyberwar zu entwickeln oder gar einzusetzen. Wir sollten zumindest mal über eine digitale Konvention nachdenken. Also bevor wir uns für ein Lager entscheiden, sollten wir untersuchen, reicht es aus, was die normale Genfer Konvention bisher hergibt, oder benötigen wir tatsächlich eine neue digitale Konvention? Wir wollen auch in Anerkennung auf ein Grundrecht auf zivilen Ungehorsam und Online-Protestformen. Ich finde es also fast schon unverschämt, dass also Leute, die also zivilen Ungehorsam oder Online-Protest zeigen, dass die unter dem Thema Cyberwar gehandelt werden. Das hat mit Krieg nichts zu tun. Wirtschaftliche Interessen wie ein Vorstoß gegen intellektuelle Properties sind kein legitimer Kriegsgrund. Das sieht insbesondere die USA so. Ich habe jetzt gerade die USA-Doktrin übergangen, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, aber letztendlich ist ein Verstoß gegen intellektuelle Properties kein Kriegsgrund. Und schon gar nicht dürfen konventionelle Waffen als Antwort auf eine Cyberattacke eingesetzt werden. Eine neue Forderung gegenüber auch der SIGINT ist internationale, transparente, forensische Untersuchungen von behaupteten Cyberwar-Angriffen. Also zum Beispiel Stuxnet oder Flame oder auch andere Schadsoftware sollte von einer internationalen Kommission transparent und forensisch untersucht werden. Also es reicht nicht, wenn die USA sich hinsetzt oder wenn sich irgendjemand hinsetzt und sagt, ich wurde von dem und dem angegriffen. Behaupten kann man viel. Also das reicht meines Erachtens nicht aus, schon gar nicht, um dann im konventionellen Krieg oder überhaupt einen Krieg zu legitimieren. Staatliche Stellen, Unternehmen, Bürger müssen zur Offenlegung von Schwachstellen verpflichtet werden. Das geht noch wesentlich weiter hinaus als eine Meldepflicht für irgendwelche Cyberangriffe oder für irgendwelche Angriffe, sondern letztendlich sollten alle dazu verpflichtet werden, Schwachstellen offenzulegen. Und damit wäre dann die Bundeswehr auch ihrer, ja, Einheit beraubt, die Cyberwaffen baut, weil es gäbe keine Möglichkeit mehr, Cyberwaffen zu bauen, weil diese dazu Schwachstellen ausnutzen müssten. Betreiber kritischer Infrastrukturen sollten verpflichtet werden, sich selbst zu schützen, und zwar wesentlich besser, als sie es bislang tun. Und sie sollten halt und nicht gleich nach dem Staat oder Militär rufen. Ich meine, wenn ich Kohle damit mache, dass ich irgendwelche Infrastrukturen oder Strom oder Gas oder sonst was zur Verfügung stelle, dann sollte ich auch meine Ressourcen schützen und nicht nach dem Staat rufen. Es sollte eine Abrüstung der politischen oder auch der medialen Sprache stattfinden. Es sollte eine klare Trennung zwischen Cyberwar, Cybercrime, Ethical Hacking und politische Protestformen geben. Und es sollte auch eine demokratische Kontrolle weiterhin geben. Gewaltenteilung, Parlamentsportal für Cybersicherheitsstrategie und deren Umsetzung. Das ist bei den ganzen Initiativen und sonstigen, ja, Einheiten, die in den letzten Jahren gebildet wurden, nicht immer der Fall oder nicht immer transparent. Also bei vielen kann man es gar nicht sagen, ob überhaupt noch eine demokratische Kontrolle vorhanden ist oder nicht mehr. Das ist jetzt eine spezielle Forderung an die Bundesregierung. Im Prinzip fordern wir mehr Transparenz und demokratische Kontrolle bei jeglichen Cyberaufbau jeglicher Cyberzentren. Sie sollten auch klar friedenspolitische Ausrichtung haben. Und wir wollen eine Trennung von Polizei, Geheimdiensten und Militär in diesen Abwehrzentren gewährleistet haben. Das ist nämlich auch nicht der Fall, wenn man die Liste der Beteiligten in den einzelnen Initiativen wieder sieht. Und wir wünschen uns natürlich ganz viel Unterstützung. Und jetzt danke ich für Ihre Aufmerksamkeit oder eure Aufmerksamkeit.
War noch nicht die Zeit um? Hast du 20 Minuten bis zum Q&A. Okay. Dann willst du hier noch früher, willst du gleich anfangen? Wir machen jetzt die Fragestunde, oder? Du hattest mir 15 Minuten gezeigt. Ja, das ist ein Schaltkreisplay, wie lange du bist. Ach. Okay. Ich war doch noch nicht fertig. Ich hätte mehr erzählen können. Egal. Gut, also wenn ihr Fragen habt, bitte entweder an die beiden Mikros stellen und dann kommen natürlich auch noch Fragen über die Single Angel. Dann fang an. Ja, danke erstmal, sehr schöner Vortrag. Ich hätte jetzt eine Sache auf den Was können wir tun Folien noch vermisst und wollte mal fragen, ob ihr das vielleicht schon intern diskutiert habt und bewusst weggelassen habt. Und das wäre halt die direkte soziale Interaktion. Also bei Totocotronic heißt es so schön, if you got a racist friend, it's time for your friendship to end. Wie sollte man mit Menschen umgehen, die man kennt und die vielleicht eben solche Sachen entwickeln und daran beteiligt sind? Und sollte man das vielleicht nicht auch zum Teil der Strategien machen? Dass man halt einfach die Leute, ich meine, die Sachen kommen ja irgendwo her, sie werden ja irgendwo in Firmen entwickelt. Und da auch wirklich direkt, wenn man jetzt persönlichen Kontakt hat, dran zu gehen. Ja, wir haben es diskutiert. Also ich habe das auch mit Constanze Kurz schon diskutiert gehabt und wir haben auch schon überlegt, ob wir eine Initiative noch weiter am Rande gründen, die genau dieses Thema aufnimmt und versucht auch Menschen, die in solchen Rüstungsindustrien oder Überwachungstechnologien arbeiten, rauszuholen, ihnen eine Aufstiegsmöglichkeit zu geben, weil es häufig auch Menschen sind, die dort irgendwie reinrutschen. Also der Betrieb wurde aufgekauft und plötzlich arbeite ich zwar immer noch für eine IT-Sicherheitsfirma, aber plötzlich mache ich nicht mehr irgendwie Beratung und sehe, dass ich Schwachstellen stopfe, sondern sehe, muss plötzlich Angriffswaffen oder Überwachungstechnologie herstellen und muss mich plötzlich daran beteiligen, dass ja, Überwachungskameras aufgestellt werden. Und da rutschen die Leute dann tatsächlich einfach so rein. Die kommen da nicht absichtlich rein und sagen, ich möchte jetzt hey für ein Überwachungsunternehmen arbeiten, sondern rutschen da rein. Und wir haben es uns auch schon überlegt, wir haben es aber zeitlich nicht hinbekommen, irgendwas bis zu diesem Datum, also hier auf die Beine zu stellen, weil wir beide, also sowohl Constanze als ich auch, ja, tausend andere Dinge noch tun und ich auch nebenbei noch Geld verdienen muss und das in meiner Freizeit mache, was ich hier mache. Aber es ist angedacht und wir suchen Unterstützer. Also es ist auch ein direkter Aufruf. Also wer Bock hat, also wir wollen einen Blog machen, wir wollen eine Seite aufziehen und wir wollen den Menschen, die da vielleicht auch drüber sprechen wollen, einen Raum geben. Und wir wollen natürlich auch Unternehmen, die bislang nicht in diesem Bereich arbeiten, vielleicht da auch animieren, also Stellen dafür zur Verfügung zu stellen, dass die Leute dann auch eine Perspektive haben, für andere Unternehmen zu arbeiten. Dankeschön. Bitte. Gut, dann haben wir noch eine Frage aus dem Web. Ja, also Phaidros aus dem IRC würde gerne wissen, wie deiner Meinung nach die Ausbildung an Unis und Fachhochschulen sich ändern sollte, dass das besser wird. Ich sage mal, also ich hatte noch das Glück, dass ich an der TU Berlin studiert habe, zum Zeitpunkt, wo es Informatik und Gesellschaft noch gab. Also, oder auch, das war sogar ein recht großer Bereich. Es muss an jeder Universität und an jeder Fachhochschule auch eine Professur für Informatik und Gesellschaft geben, die sich kritisch mit den Entwicklungen auseinandersetzt, die sich kritisch also, ja, mit der IT auseinandersetzen und das den Studenten auch vermitteln. Also meinetwegen auch Ethik und Informatik. Bitte ans Mikro gehen. Ist direkt zu dem Thema eben. Es gibt ja Akkreditierung von Studiengängen und da steht drin, dass beim Studiengang auch die Befähigung zum kritischen Auseinandersetzen mit dem eigenen Thema und Fach dazugehört. Vielleicht sollte man solche Studiengänge, die das nicht anbieten, gleich mal wieder von den Listen der akkreditierten Studiengänge streichen. Das würde vielleicht auch helfen. Ich hätte auch eine Frage. Und zwar direkt zu Anfang des Vortrags haben Sie geschrieben, die Bundeswehr sei angriffsbereit und haben Spiegel Online zitiert. Und da frage ich mich, wie Sie das mit der Bundeswehr in Verbindung bringen können, wenn das eine Zeitung schreibt, beziehungsweise eine Illustrierte, und dann direkt ja, quasi eine Motivation der Bundeswehr offenlegen, die quasi den Angriff direkt signalisiert. Das wäre meine Frage.
also Spiegel Online war nicht das einzige Medium oder nicht das geschrieben hat, also die Bundeswehr ist angriffsbereit, also Sie haben es auch selber schon gesagt. Einsatzbereit, das ist ein Unterschied. Angriffsbereit. Peter Welchering vom Deutschlandfunk. Wir haben das Thema damals auch sehr breit gehabt, auch mit heftigen internen Widerständen. Es gab eine Tagung zur Cyber Security der Bundeswehr und der österreichischen Armee, wohlgemerkt, der österreichischen Armee. Und da hat Brigadegeneral Klaus Veit tatsächlich gesagt, er hat das Interview hinterher zurückrufen wollen, das ging dann nicht mehr, tatsächlich gesagt, die Bundeswehr ist angriffsbereit. Und auf meine Frage hin, ob er damit meine, dass seine Truppe jetzt ein LAN-Kabel in den Rechner stecken kann, meinte er, nein, wir verfügen auch über die entsprechende Angriffssoftware. Ja, klar. Was wären diese Angriffswaffen? Also ich möchte das so gerne mal wissen, weil Sie haben da zitiert, die Angriffswaffen und werden gefertigt und hergestellt. Und was sind die Angriffswaffen? Und wo ich mich dann auch frage, Sie haben ja geschrieben, dass die Staaten quasi diese Angriffe ausgeführt haben, aber gleichzeitig sagen Sie auch, dass diese Angriffe gar nicht nachvollziehbar sind, von welcher Seite, von welcher Konfliktpartei die quasi geäußert werden. Und da frage ich mich, wie Sie quasi zu dieser kriegerischen Handlung erst, wie Sie da die Motivation hintersehen und direkt vom Vorfeld quasi die Institutionen, die Regierung bildet, direkt verurteilen können. Auch auf die Aussage hin, dass ein Brigadegeneral das gesagt hat, das ist natürlich keine gute Repräsentation, aber mich würde einfach mal fragen, wie Sie direkt zu diesem Bild kommen. Das waren gleich mehrere Fragen auf einmal, aber ich versuche sie zu beantworten. Das Problem ist, ich sage mal, wir haben ja Stuxnet gehabt, wir haben Flame gehabt, wir haben Doku gehabt, die kommen ja irgendwo her. Bei Stuxnet ist es mittlerweile bekannt oder es wurde bekannt gemacht und diejenigen, die dort Urheber waren, haben es nicht bestritten, sagen wir es mal so rum. Kann mehrerlei Ursachen haben, aber letztendlich gab es diese Angriffswerkzeuge, ich nenne es mal Angriffswerkzeuge, in einem Fall hat es dazu geführt, dass die Turbinen im Iran sabotiert wurden, in anderen Fällen waren es Angriffswerkzeuge, die reine Spionage gemacht haben. Also von daher waren es letztendlich keine Waffen. Aber sie haben das Potenzial, welche zu wehren, weil Zerstörungsfunktionen kann ich natürlich jederzeit mit anhängen. Und das Problem ist, dass ich, wenn ich Werkzeuge baue, die geheim gehaltene Schwachstellen ausnutzen, dann habe ich ein großes Problem, weil diese geheim gehaltenen Schwachstellen auch von allen möglichen anderen Leuten ausgenutzt werden können. Und das ist das eigentliche Problem daran. Ja, welche Waffen stellt die Bundeswehr her zum Angriff? Also eine sehr beliebte Waffe ist aus dem Aurora-Experiment 2007. Das hat das amerikanische Heimatschutzministerium, ich meine in Idaho, müsst ihr nochmal da genau nachschauen, gemacht. Da ging es darum, dass man Steuerungsdaten von einem Leitstand abfängt und die entsprechenden Druckparameter beispielsweise verändert, sodass man dann einen Dieselgenerator in die Luft jagen kann. Und das BKA oder die Bundesregierung hat ja auch jahrelang bestritten, dass es irgendeinen Bundestrojaner gibt, bis er dann endlich aufgetaucht ist und er analysiert werden konnte. Ich meine, das ist auch ein Bundestrojaner, nutzt auch Schwachstellen aus, das ist auch letztendlich hat das Potenzial einer Angriffswaffe. Wir meinen, Geodreieck ist auch das Potenzial. Gut, ich würde mal sagen, wir haben noch andere Fragen, also würde ich ganz gerne weitermachen. Dann macht super. Hallo, wir haben eben über die Cyber-War-Programme gesprochen. Was sind denn die Verteidigungswaffen? Ist nicht quasi jedes Programm, was zur Verteidigung von Angriffen einsetzbar ist, auch wieder zum Einsatz für Angriffe tauglich? Ist nicht jede Beschäftigung mit Cyber-Security Dual-Use? Nein, nicht jede. Also ich meine, wenn ich eine Schwachstelle bekannt gebe und damit erstmal zum Hersteller, das ist ja das Erste, was man normalerweise tun sollte. Man geht zum Hersteller und erzählt ihm,
wo die Schwachstelle liegt, wie sie ausgenutzt werden kann. Und dann kann sie beseitigt werden und dann ist sie nicht mehr ausnutzbar. Und damit hat man im Prinzip eine Abwehr geschaffen, weil das Ding geschützt ist. Mhm. Also Abwehrwaffen gibt es nicht. Also man kann nicht zurückschießen. Also irgendwie, das ist irgendwie, ich sage mal, nicht der Fall. Also wenn es um reine Cyberabwehr geht, geht es ja darum, die Schwachstellen möglichst zu beseitigen, um die Systeme zu schützen. Und das ist dann keine Waffe. Also ich meine, eine Schwachstelle zu schließen ist keine Waffe und kann auch nicht doppelt ausgenutzt werden. Also wäre mir völlig neu und würde ich jetzt auch aus informationstechnischer Sicht nicht nachvollziehen können. Also wäre Cyberfrieden bzw. Letztlich gute IT sorgt dafür, dass wir weniger Angriffspotenzial haben. Je weniger Schwachstellen, desto weniger angreifbar ist ein System. Mhm. Das heißt also, die Schwachstellen, die vorhanden sind und die erkannt werden, müssen beseitigt werden und nicht geheim gehalten werden und dann zu Cyberwaffen, ja, benutzt, für Cyberwaffen benutzt werden. Vielen Dank. Hallo. Also ich fand den Vortrag irgendwie ein bisschen zu undifferenziert. Also hier wird halt Cyberwar das Wort genommen, was halt, wie du selber sagst, enorm gehypt ist. Verschiedene Dinge werden halt unter Cyberwar gefasst und es wird auch alles aufgelistet und dann wird es aber irgendwie doch wieder in einen Topf geworfen und sozusagen die Forderungen kommen halt aus der Menge der Begriffe und die unter Cyberwar fallen. Also irgendwie kann das überhaupt funktionieren? Muss man da nicht genauer differenzieren, was genau irgendwie gemeint ist, ob jetzt Spionageaktivitäten gemeint sind, ob kriegerische Handlungen gemeint sind? Eine Spionageaktivität ist keine kriegerische Handlung und wird auch nicht als kriegerische Handlung bewertet beispielsweise. Also wie kann man das machen, ohne zu differenzieren? Oder soll ich vielleicht genauer beschreiben, was ich meine? Also nee, ich habe das schon verstanden. Also das ist so ein Dilemma, in dem wir immer wieder stecken, dass im Grunde genommen diese Begriffe sehr stark durchmengt sind und auch sehr überlappend sind, weil das, was dahinter steckt, also nämlich die Schwachstelle, die ausgenutzt wird und dazu verwandt wird, um Schaden anzurichten oder um was auszuspionieren, also entweder um Schaden anzurichten oder was auszuspionieren, wird halt gleichermaßen von Cyberkriminellen, von Leuten, die Wirtschaftsspionage betreiben, von militärischen Einheiten benutzt. In Deutschland und auch in anderen Ländern ist der Begriff Cyberwar, das wird aber für alles verwandt. Also es wird nicht mehr unterschieden und Cyberwar wird im Grunde genommen für alles benutzt. Und wir müssen uns ja vor diesem Krieg schützen. Das ist das, was durch die deutschen Medien in den letzten Jahren einfach durchgängig so geschrieben wird und auch von der Bundesregierung so forciert wird, die das auch in dieses Horn reinblasen. Und wir wollen im Prinzip den Blick auf Cyber Peace richten und sagen, letztendlich dient es allen Formen der Krimi, also allen Formen, sowohl der Kriminalität als auch der kriegerischen Handlung, weil letztendlich Cyber Peace bedeuten würde, dass Schwachstellen, die erkannt wurden, geschlossen werden und nicht weiter ausgenutzt werden können. Also das Hauptargument ist, wir müssen uns viel mehr darum kümmern, dass die Schwachstellen in den Systemen verschwinden, dass die Systeme sicher erstellt werden, als unseren Fokus darauf zu legen, dass Angriffswaffen gebaut werden können oder Angriffswerkzeuge gebaut werden können. Warum ist denn das Problem der Schwachstelle dann gebunden an das Problem Cyberwar? Das ist doch dann komplett unabhängig. Das ist nicht unabhängig. Man kann einen Cyberwar oder einen Cyberkrieg nur führen, wenn man ja, Schwachstellen ausnutzt und sie geheim hält und dazu benutzt, um in andere Systeme einzudringen, um sie entweder auszuspionieren oder zu zerstören oder ganze Infrastrukturen damit zu zerstören. Wir haben keinen Cyberwar bis dann gehabt, aber wenn wir weiterhin daran forschen und in die Richtung gehen, würde es irgendwann mal so weit kommen. Ja, also vielleicht nur so von mir noch als letzten Tipp. Also ich würde halt sagen, wenn ihr was erreichen wollt damit, dann müsst ihr auf jeden Fall mehr differenzieren, weil du sagst halt auch selber, nimmst halt Worte wie Krieg in den Mund. Und das kann halt nicht funktionieren, wenn man eben auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ansetzen will, ja, was ihr offensichtlich wollt.
Und das Problem der IT-Sicherheit werdet ihr nicht lösen, damit müsst ihr leben. Und das heißt, das Problem der Sicherheitslücke ist nicht Cyberwar, sondern wenn ihr von Cyberwar redet, dann müsst ihr sagen, was ihr meint. Und dann müsst ihr halt für ein spezielles Problem, wie zum Beispiel Spionage durch das Internet, da müsst ihr halt vielleicht irgendwie, ja, könnt ihr irgendwie Proposals machen, aber meiner Ansicht nach nicht übergestülpt über den kompletten Begriff. Nee, das passt schon. Aber ich glaube, das passt nämlich gleich dazu, weil ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir jetzt mal wieder vor der Situation stehen, oh, böse Cyberterroristen, böser Cyberwar, und wir brauchen dringend ein Abwehrzentrum, wir brauchen dringend Vorratsdatenspeicherung, wir brauchen dringend solche wichtigen Mechanismen. Und ich glaube, das ist das, was ich jetzt mitgenommen habe aus dem Vortrag, dass es vor allem mal wieder eine Drohkulisse ist, die aufgebaut wird, um Sachen zu legitimieren, die letztendlich Unternehmen schützen. Natürlich müssen wir uns mit dem Thema dringend auseinandersetzen. Ich finde es richtig, dass wir sagen, wir machen jetzt nicht dieselbe Geschichte mit Drohszenarien auf und sagen, oh, das böse Internet und da kommen die ganzen bösen Dinge her, weil ich meine, genau das tun wir ja normalerweise nicht. Und ich glaube, dass es eher in die Richtung gehen sollte, dass wir sagen, auch es ist keine politische, diese Panikmache, die da momentan vorherrscht, dass momentan eben nach Völkerrecht kein Cyberwar-Akt bislang da war, ist, denke ich, eine Geschichte, die Medien 10-mal häufiger drucken sollten als irgendwie, oh, wir brauchen dringend Cyberabwehrzentren. Und das ist das, was ich mitgenommen habe. Und ich glaube, wenn man an dem Punkt irgendwie ein bisschen ansetzt, dann kommen wir vielleicht auch da ein bisschen weiter, weil die Hauptdebatte ist ja wirklich eher, dass den Leuten massiv da Angst gemacht wird, um Mechanismen wie Vorratsdatenspeicherung und andere Sachen zu legitimieren. Ja, gibt es denn sonst noch Fragen von eurer Seite? Gut, dann würde ich sagen, einen kräftigen Applaus.